1,9% sind die Löhne gesunken, die Inflation 5,5% drauf. Aber es gibt Großunternehmen, die zum Teil ins Weltall fliegen mit unserem Geld, die uns jeden Tag ein Paket schicken wollen und die haben über 14% Gewinn gemacht im letzten Jahr. Das sind die Leute wie Bezos oder wie dieser andere Clown, der da ins All fliegt. Wie heißt der? Maske, das war das Stichwort. Ich wollte noch was sagen. Heute ist nicht der Tag des Mauerfalls. Heute ist der Tag des Maskenfalls. Wir haben es geschafft. Die Maske muss weg. Und der Mask zum Mond. Wird gar nicht dazu sein. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 18. März ist in der deutschen Demokratiegeschichte ein wichtiges Datum. Lassen Sie dieses Jahr ihn zu einem ganz besonderen Tag werden, denn wir werden am 18. März 2022 ab 15 Uhr vor dem Brandenburger Tor auf dem Platz des 18. März unsere Demokratie und Freiheit verteidigen, die Grundrechte zurückfordern und auch zurückbekommen. Denn Parteien und auch die gegenwärtige Regierung sind dazu offensichtlich nicht mehr in der Lage. Wie schon 1989 müssen wir als der Souverän unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir haben seit 2 Jahren immer wieder in kleinen, dann größeren Gruppen zusammengestanden für die Freiheit, für die Grundrechte und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und heute werden wir so viele wie nie sein. Ich danke euch, dass ihr alle den Willen habt, durchzuhalten und zu hoffen. Heute hat ein neuer Bundeskanzler, der mal behauptet hat, ein Roter gewesen zu sein, gesagt, es gibt für ihn keine rote Linie mehr. Wir werden ihm zeigen, dass es rote Linien gibt, denn die legen wir fest, denn wir sind das Volk. Wir sind die Bevölkerung, die sind das Volk. Und wo immer wir herkommen, dass man uns spaltet und gegeneinander ausspielt. Es gibt kein Links und Rechts in dieser Frage, aber es gibt ein Oben und Unten und kein Ost und West. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiter und Mitstreiter, wir gehen hier nicht weg, bis wir Artikel 146 durchgesetzt haben. Und wenn Frau Merkel das nicht begreift, dann muss einer ins Kanzleramt gehen heute Abend und sagen, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, den Rest kennen Sie, der ging auch damals im Jubel unter. Ich möchte es kurz machen, weil ich weiß, dass wir heute unter einer besonderen Anspannung stehen, weil es sehr viele Provokationen gibt. Es gibt sehr viele Infiltrationen offensichtlich von Leuten, die sich als Antifa bezeichnen, in Wahrheit aber keine Antifaschisten sind. Und diese Leute wollen offensichtlich ein friedliches und demokratisches Deutschland verhindern. Das werden wir nicht zulassen, aber wir sind die, die friedlich sind. Wir werden niemals Gewalt anwenden. Und wir werden auch immer mit der Polizei kooperieren. Denn natürlich brauchen wir in jedem Staat eine Polizei. Wir brauchen einen Rechtsstaat, der tatsächlich auch Recht gewährt. Und wir sind im Moment einen Schritt davon entfernt, das auch zu erreichen. Deshalb bitte ich euch alle, nicht provozieren lassen. Wir bleiben stark, wir bleiben friedlich, denn das ist unsere Stärke.
Ich danke euch ganz herzlich. Danke.